Ja, du kannst mir behilflich sein, indem ich... Pokebälle. Wie viel habe ich denn im Besitz? Kaufen wir erstmal 5. So, haben wir das. Noch schnell das Pokémon heilen. Das ist halt so krass, weil du hier so einen kleinen Bildausschnitt hast. Aber gut, das war ja auch damals der Leistung zu verschulden. Deswegen ist das ja alles auch ein bisschen monoton, aber ist ja nicht weiter schlimm. So, was hier? So, Pokémon sind wieder topfit. Derzeit wieder vorbei, dann speichern wir mal ganz schnell. So. Okay. Gut, wie dem auch sei. Soweit haben wir es erstmal. Huch, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Auch nicht weiter schlimm. Also Abmarsch weiter. Das Schöne ist vor allem, das ist ja ein Bild in Progressive Scan, also nicht in Interlaced. Nicht so wie das auf einem Super Game Boy wäre. So, welches haben wir an der Spitze immer noch? Nekotube. Ja, die müssen ja relativ gleichmäßig trainiert sein. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Kennst du? Okay. Ach, ein Käfersammler mal wieder. Setzt ein Raupi ein. Wow. Ich bräuchte nur langsam meine Giftattacke. Das wäre nicht schlecht. Benutzt Tackle. Ging zum Glück daneben. Kratzer. Oh Gott, da bin ich ja morgen nicht fertig. Wir haben immer noch keine effektive Flugattacke. Wir haben auch immer noch keine Giftattacke. Die war ja irgendwie in Generation 1 auf Käfer effektiv, wenn ich mich nicht irre. So, und den Blubber jetzt. Ja gut. Vielleicht denke ich auch mal, dein erinnert. Dieses muss einen unglaublich guten Spätswert haben. Gut, wie dem auch sei, wir haben es endlich besiegt. Yay, erreicht Stufe 10. Sehr schön. Angriff 15, Verteidigung 18 und das andere ist auch ganz gut. Also Angriff und Spät sollen ruhig gleich bleiben, das ist in Ordnung. Käfersammler wird Hornliebe in den Kampf schicken. Gucken wir doch mal, was Anele dazu zu sagen hat. So, also erstmal den Sandwirbel raushauen. Wir kennen das ja mit Fadenschuss und allem. Ja, erstmal die Init senken. Natürlich, muss ja auch so sein. So. Init sinkt. So, Sandwirbel, bitte nochmal. Danke. Hör auf zu treffen. Moment. Hallo, ich habe da mal ein Wörtchen mitzureden. Endlich gehst du daneben. So, und jetzt komm, Windstoß hinterher. Du hast jetzt 5-mal oder so einen Genauigkeitsdrop hinter dir. Ja gut, damit kann ich leben. Damit kann ich wirklich leben. Nehmen wir. Na gut, senk ruhig meine Inhalt, ist mir egal. Jetzt bist du eh besiegt und danach ist der Kampf vorbei. So, 111. Anele erreicht Stufe 12. Genauso müssen wir das auch haben. Ja, passt. Sehr gut. Und wir haben endlich den Ruckzuck-Keep. Damit ist der Tackle für uns eigentlich Geschichte. Und nochmal ein Raupi in den Kampf. Obwohl, warte mal. Wir werden es noch nicht wechseln. Wir werden das erstmal wie folgt machen. Erstmal einen Sandwirbel. Oh, die Pixel, das ist so unglaublich. Nochmal ein Sandwirbel. Nochmal ein Sandwirbel. Jetzt werden wir das Pokémon wechseln und zwar zu Nekotube. Denn Nekotube kann auch noch ein bisschen was machen. Fadenschuss, yay. Hast du auch voll predicted, ne?
Zum Glück ging das daneben. Dann können wir mit einem Kratzer ausholen. Warte mal, welchen Typ hat er? Ich glaube, oder sie nur Gift, ne? Ach, ist das schön, wenn Attacken daneben gehen. Ja, nee, das wird dir nicht helfen. Nee, brauchen wir nicht. Und den Kratzer hinterher. Yay! Keine Level-Ups, ist aber auch nicht weiter schlimm. Du hast mich wieder besiegt. Jupp, und 100 Poké-Dollar verdient. Yay! So, wir schauen nochmal ganz kurz rein in den Status. Das ist nur Gift bisher. Hier haben wir Normalflug und das andere ist Wasser, das ist klar. So, Spiel gespeichert und weiter. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts, so ein Mist. Ja. Also, das kennen wir ja aus Pokémon Blattgrün. Der Teenager. Warum nagt der immer am Tee? Man weiß es nicht. Ah, jetzt fängt der mit Ruckzuckhieb an. Aua, das tut weh. Pokémon, warte mal. Da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nee, das kann ich so nicht geltend machen. Jetzt nimmst du einen Tackle. Der zieht mir aber trotzdem 5 ab. Also, nicht übel. Aber ich hoffe, der Blubber macht ein bisschen mehr. Ja, der ist halt immer im Vorteil damit, ne? Dafür hast du einen Crit geschluckt. Genau so und nicht anders muss das sein. Rettern! Yay! Ja, wir möchten das Pokémon wechseln. Ist aber auch ein Gift-Typ. Ah, komm. Ist noch nicht so entscheidend, weil wir haben ja noch Kratzer oder ähnliches. Also, Kratzer, her damit. Och nie! Oh nein! Nicht sowas! Oh Gott! Nee, warte mal. Da kenne ich ein Pokémon, welches das besser ab kann. So, zum Glück ging das daneben. So, ging daneben und jetzt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. In der Referendarsgruppe ist gerade was geschrieben worden. Das sieht wichtig aus. So, warte mal, was haben wir denn hier Schönes? Also, Retterns Innet sinkt und hier haben wir. So, das Gruppenbild. Ah ja. Giftstachel. Das kann es ja auch noch. Ah. Immer noch nicht vergiftet. Boah, Gott sei Dank. Dann ist nämlich das Rettern jetzt auch besiegt. Danke. 72. Das ist ordentlich. Aber immer noch keine neuen Attacken. Aber wir haben den Teenager besiegt. Ja, ich hätte doch gut daheim geblieben. 165 Poké-Dollar. Und wir gehen zurück zum Pokémon Center. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade ausgeholt und dann war es weg. Gott, wenn ich das Lied höre. Ich denke, wie gesagt, immer an diese Zahnarztpraxis. Da war es aber auch so warm. War es echt so warm und ja. Alles schick. Haben die das eigentlich damals gemacht mit den Krankenkassenkarten? Hatten die Arztpraxen dann schon Internet? Jetzt mal so blöd gefragt. Ich weiß es ja nicht, aber möglich. Kann ja gut sein, ich weiß es nicht. Also gut, um die paar Datensätze zu übermitteln, war es wahrscheinlich nicht so viel. Also waren wahrscheinlich nicht so viel Daten vonnöten, die gesendet werden mussten, aber ist ja auch egal. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen! Ja, gerne. So, wieder ein Käfersammler.
Ah, wieder mein Hundi. War ja klar. Ihr Kratzer. Okay, ich bin langsamer. Ich hab's ja schon verstanden. Okay, hat einiges abgezogen. Ja gut, Fadenschuss kannst du ruhig machen. Solange du nicht angreifst, ist mir das recht. Es kann anscheinend nichts anderes, aber es ist ja nicht schlimm. So, zack, Kratzer. Honey wurde besiegt. Nekotube erhält ein paar EP. Kokuna. Ach komm, Anele. Anele muss auch mal ein bisschen was machen. Zumindest mit Erstschlag und sowas. Und Ruckzucki bitte. Ja gut, geht. Also ungefähr 40% Schaden. Jetzt gucken wir mal, wie viel es danach noch hat. Okay, das war ein Crit. 40, ja, obwohl. Dann hätte es jetzt eigentlich besiegt sein müssen. Naja, egal. Raupi in den Kampf schicken. So, jetzt will ich nur mal was gucken. Anele kämpft bereits. So, dann kann Mr. Nekotube noch nachziehen. Mit einem Kratzer bitte. Fadenschuss, wow. Nun. Ja gut, 3 KP, das kann man ja verkraften. Ich weiß noch, mein bester Kumpel und ich, wir haben damals mal einen Myrapla gegen Myrapla Kampf ausgetragen. Das war eigentlich relativ witzig. 40 mal Absorber. Und ich hatte den einzigen Quiz, der 2 KP abgezogen hat. Deswegen habe ich am Ende gewonnen. Das war gerade ein komischer Schatten. So, Level 12 erreicht. Finde ich super. Saftkorn in den Kampf. Ja, das ist schön. Deswegen werden wir auch schnell das Pokémon auswechseln. Raupi, Saftkorn, Smetbo. Honio, Kokuna, Bibo. So war die Evolutionsreihe. Blubber ist ja stärker, weil es ja Step drauf hat. Obwohl mir das so nicht vorkommt. Oder hat ihr die Verteidigungserhöhung noch für Härtner, also für Spätz auch dazu gezählt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, irgendwie nicht. Egal, Saftkorn wurde besiegt. So, Käfersammer. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja, warum hast du dann nicht genommen? Okay, dann haben wir hier diesen Typen. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Das ist nämlich der Übeltäter, der meinte, er müsste seinem Bruder sagen, er soll die Shorts anziehen. Und der andere kennen wir ja bereits, ne? Ah, ein Habitak. Genau das Pokémon brauche ich. Wow. Wow. Ja, es nutzt auch Heuler. Wow. Ach, schön, dass die Heuler-Sounds wenigstens unterschiedlich sind. So. Wir heulen uns erstmal gegenseitig zu. Das Gute ist, ich kann die Pokémon wenigstens wechseln. Du nicht. Gut, da muss Francine ran. Eindeutig. Als hätte er es predicted. Ja, du kannst meinen Angriff senken, das interessiert mich gar nicht. Aber es zieht trotzdem wenig ab, aber okay, es liegt ja auch an diesem Level. So, dann wollen wir da mal gucken, ob ich dann schon das Gebiet mir anschauen kann. Weil dann werde ich lieber auf Habitak wechseln, wenn ich ein wildes finde. Wow. Es heult uns weiter zu. Es wird ihm aber nichts bringen. Weil es jetzt nämlich besiegt ist und das wird massig EP geben. Ja, Level 15. Also so viel, dass es für Level 15 reicht. Init, wir sind ganz schön langsam, aber in der Verteidigung, das ist immer richtig gut. Und wir haben endlich Aquaknarre, yay. Wir haben die stärkere Wasserattacke, das ist schon mal sehr gut. Nein, verloren. Jo, und 210 Pokédollar auch noch dazu. Das ist viel.
Muss ich mal ganz kurz in Song Request nachgucken. So, wo haben wir das denn?